Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Guck mal da. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit. Oh, aber wenn sie hier ist. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Ach, die Schatten. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel, aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Valka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Oje. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann ihn nur für deine Arbeit ein. Das wird ihm gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, mal gucken, mit ein bisschen Glück reichen die Vorräte, die ich habe. Salve, Eivor, ad meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Ich habe gerade überlegt, wer ist denn das? Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorne. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Ich würde jetzt mal interessieren, ob irgendeiner gedacht hatte, guck mal, wir haben ein paar Knochen, die könnten wir doch bei der Serien ablegen. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Ich habe Angst. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Eivor der Tausendsasser. Wikinger, Philosoph, Häuslebauer. Ach geil, das reicht sogar. So wird es gehen.
Danke. Wehe, wenn du dich jetzt noch beschwert hättest. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt? Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Der Teich ist neben deiner Hütte, aber ich soll suchen. Ah, komm, machen wir erstmal weiter. Gott, was ist denn da unten jetzt noch? Ah, bring die Ordenssiegel zu Helden. Alles klar. Alles klar. Übrigens, guten Abend an den Zuschauer. Schön, dass du dich um die Uhrzeit noch hierher verehrt hast. So. Geführter Pfeil. Also Flugbahn lenken vom Pfeil. Das finde ich. Nee. Nee, das mag ich nicht. So. Immer eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Lass dich mal, wer ihr seid, geht weg. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ein weiteres? Du bist wirklich sehr tüchtig. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Es gibt noch mehr zu tun, Eivor. Ich muss gehen. Dann geh in. Wie sieht's denn aus? Kann ich da schon was verbessern? Zeigst du mir deine Ware? Sonst kann ich nicht. Wir mögen sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Absolut nicht egoistisch, der Typ. Immer schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Also, wenn du eins siehst, schick es zu mir. Hast du einen Vertrag? Dieser Auftrag ist nicht... Wenn dir... Eine Brauerei, also eine Wikinger-Siedlung ohne Brauerei, das ist ja auch ein Verbrechen. So, gehen wir die nächste Mission an, die nächste Saga. Du siehst gut aus. Immer. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir mehr über Legrakestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Hreopedun, um Uba und Ivar Ragnarsson zu treffen.
Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Giftiger Fernangriff, das ist geil. Erstmal ein paar Missionen in der Heimat erledigen. Bringt uns, glaube ich, aktuell am meisten. Knut, was machst du hier? Wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir? Silver und Era sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Nein, sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Bring mich zu ihnen. Irgendwie glaube ich, es wird ein bisschen anders laufen. Wo sind sie? Da lang. Beeilen wir uns. Was ist passiert? Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen. Ach, die verarschen uns. Sie wollen uns nur einen Schreck einjagen. Oder da ist ein Truthahn, der alle terrorisiert. Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Hm. Kannst du nicht schneller? Knut, du musst mir sagen, was passiert ist. Nein, du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Okay. Er hat's echt gemacht. Sie kommen. Sehr gut, du hast Eivor hergebracht. Gut gemacht, Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Ein Wolf. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Era. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß nicht mal, wer die Kinder sind. Wir müssen ihm helfen, sonst verhungert er. Armes Ding.
Okay. Er winselt. Wir müssen ihm helfen. Seine Familie vermisst ihn bestimmt schon. Der Schlüssel für die Tür. Ich muss ihn vorsichtig öffnen. Wieso hat der Keiler den Schlüssel für die Tür? Ich befreie den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Eieiei, das war einer, der war nicht so glücklich, dass wir in der Nachbarschaft waren. Ruhig, ganz ruhig. Eigentlich siehst du ganz freundlich aus. Warte, ganz ruhig! Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Krieger. Ja, ist das ein Vieh? Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. Wenn ihr es nochmal macht, bringe ich euch alle um. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch so viel lernen. Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Naja, sie haben dich verarscht, also. Oh, mehr Wölfe! Aber nicht unser neuer Freund! Eivor! Bleib zurück! Seht mal, da ist er! Unser Wolfsfreund! Er kommt, um uns zu retten! Seid ihr wohl auf? Dank unseres Helden! Dem Wolfshund. Wolfi. Was? Hund, Wolfi, Wolfi. Wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht. Wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Ernsthaft? Hulfi klingt irgendwie lustig. Hulfi, das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Er ist unser bester Freund. Ich kann dazu gerade gar nichts sagen. Jetzt müssen wir aber nach Hause. Wir alle. Na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben wie du, Eivor. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Hey, Hulfi. Der Hulfi gefällt mir. Hulfi ist cool. Nun, habt ihr Kinder heute irgendetwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Die Kinder sind sowas von tot. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Die sind sowas von tot, die Kinder. Ich glaube nicht, dass sie jetzt besonders alt werden. Aber Hulfi ist cool. Hulfi ist jetzt geil. Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch. Und vergesst euren neuen Freund nicht. Fähigkeit gelernt? Bester Freund des Menschen? Was ist das? Sag es nicht, ich kann Hulfi rufen.
Halt, ich will wissen, was das für eine Fähigkeit ist. Hetze deinen Wolf auf deine Gegner. Ja, klar, geil. Quält mir. Vom Kampfrausch in den Kaufrausch. Nein. Einfach nein. Nein. Vom Kampfrausch in den Kaufrausch. Oh Gott. Unsinn. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spotts nicht. Was geht hier vor sich? Holmgeer möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumba. Eivor, richtest du über unseren Sportstreit? Alter, das ist, ja, bitte, ja, tu. Ich spiele nur zu gern den Richter, Brüder. Zeig mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeer mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeer flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. Gott, es tut so weh. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, Kehr. Oh. Was hältst du davon, Eivor? Ich will meine Axt in dein Gesicht schlagen. Alvis hat eindeutig gesiegt, Holmgeer. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Eine Schande. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst. Oh Gott, also dieser Quatsch, der da drumherum passiert, der ist einfach gut. Ey, da war doch gerade noch die andere gewesen. Ey, Hulfi, wie geht's dir? Hä, wo sind die jetzt hin? Guten Abend übrigens an den werten Zuschauer, der gerade dazu gestoßen ist. Ach, bestimmt, ja, pennen gegangen. Alles klar. Kunsthandwerk her. Gott. Ah. Du hast keine Glühwürmchen. Alles klar. Nein. Nein, da ist jetzt keine Höhle. Da ist eine beschissene Höhle. Natürlich. Hinter einem Wasserfall muss natürlich auch eine Höhle sein. Ich habe Angst, was sie mit den Disteln machen wird. Was? Botschaft auf einer Leiche, Verräter. Joa, okay, das ist sehr eindeutig. Hier die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Alles klar. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters.
Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Also die macht mir Disteln ins Getränk, alles klar. Ich kann mir sie auch als Zäpfchen einführen. Kommt selber raus. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Ja, ich hab Angst. Oh, ich merke keine Wirkung. Oh Gott. Okay. Lycos, ich weiß jetzt, was du damit meinst. Es wird nicht unser einziger Drogenausflug sein. Alles klar, Asgard. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das, etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs, der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi? Wozu rackern und ringen, wenn wir nur Fäden zwischen zwei Fixpunkten sind? Ohne Hoffnung ist das Leben ein Gefängnis, kein Geschenk. Das Leben ist die Musik, welche durch das Spielen dieser Saiten erklingt. Sie beflügelt den Geist und erfüllt unsere Herzen. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Ja, ein bisschen Größenwahn. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist. Ein Sturm braut sich zusammen, nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht? Ist das der Beginn von Ragnarök? Saga Asgard gestartet. Das Schicksal des Erhabenen, alles klar. Warte, ich bin jetzt tatsächlich in Asgard. Das heißt, es gibt nicht nur die Nordwege und Englerland, sondern auch noch Asgard als Gebiet. Ernsthaft? Alter, ich kack ab tatsächlich. Das ist geil.